Shalom Aleichem. Unser zweites Thema jetzt ist die Ende, ist die Ende von Moshe Rabbeinu. Es gibt einen Tag, wo als Kinder feiert man diesen Tag sehr gerne und irgendwann hat man wenig Bedeutung für diesen Tag. Dieser Tag heißt Geburtstag, Yom Huledet. Manche Leute haben lieb ihren Geburtstag. Wenn man wird so erwachsen, man feiert nicht jeden Jahr. Aber was sagt die Tora dazu? Geburtstag zu feiern ist gut oder es ist kindisch? Die Tora sagt, Geburtstag zu feiern ist sehr gut. Warum es ist sehr gut zu feiern Geburtstag? Was ist passiert am Tag von Geburt? Am Tag von Geburt ist passiert ein Wunder, dass so ein kleines Kind hat geschafft, rauszukommen in die Welt ohne Komplikationen. Wir wissen in die Tora, als unsere Mutter Rachel hat bekommen ihr Kind Benjamin, es hat gekostet ihr Leben. Man glaubt, ein Geburt von einem Kind ist was Leichtes, aber unsere Weisen sagen, das ist Shechianu. Das ist ein großes, großes Wunder, passiert mit deinem Leben und mit dem Leben von deiner Mutter. Ein Geburtstag ist eine Aussage Gottes, dass die Welt ohne dich war nicht vollständig. Ich wiederhole, ein Geburtstag ist eine Aussage Gottes, dass die Welt ohne dich war nicht vollständig. Wenn ein Mensch hat sich lieb, feiert er Geburtstag. Wenn ein Mensch hat sich selbst nicht lieb, feiert er nicht Geburtstag, weil er will nicht mit anderen Menschen zu kommunizieren. Jetzt. Als Gott schuf die Welt, auf alle Sachen, was er hat geschafft, er hat gesagt, Tov Meod. Was ist Tov Meod? Gut gemacht, sehr gut gemacht. Nur eine Sache steht geschrieben, Lotov, nicht gut. Was ist nicht gut? Es ist nicht gut, alleine zu sein. Alle schlimmste Sache im Judentum ist, alleine zu sein. Heute war eine Beerdigung von einem Mann, der hat verloren sein Kind, der hat verloren seine Frau und er war alleine so viele Jahre und es hat gekostet sein Leben. Deshalb muss ich euch als Schüler warnen, liebe eure Geburtstag. Bei dem Geburtstag siehst du, ob du bist alleine oder nicht. Wenn ein Mensch hat mit niemand zu feiern Geburtstag, heißt das, er ist alleine. Je mehr du hast Menschen zu feiern Geburtstag, heißt, du bist nicht alleine. Jetzt. Warum sage ich das? Weil jetzt, an diesem Monat, am 7. Adar, ist der Geburtstag und der Todestag von Moshe Rabbeinu, Moses. Wenn ein Mensch hat Geburtstag, was sagt man ihm? Mazal Tov, bis 120. Und warum sagt man bis 120? Ja? Bakasha? Ja, Moshe Rabbeinu, viele Leute haben gelebt unter 20, Rabbi Akiva hat gelebt unter 20, Avraham Avinu hat gelebt mehr, Yitzhak hat gelebt mehr, manche haben gelebt 148, Yitzhak hat gelebt 180. Warum sagt man nicht bis 180? Warum gerade von Moshe Rabbeinu sagt man bis 120? Sarai Menu hat gelebt 127. Dann wünsche dem anderen bis 127. Warum gerade diese Ziffer 120 von Moshe Rabbeinu? Was ist so Besonderes an Moshe, dass man wünscht sich bei jedem, wenn einer hat Yom Huledet, bis 120? Es gibt zwei Erklärungen, warum. Wie war er alt und wie ist er gestorben? Normalerweise ältere Menschen beginnen krank zu sein. Das ist kaputt, das ist kaputt. Man sieht nicht, man hört nicht. Wenn man wird gebeugt, man bekommt Parkinson, Alzheimer, Demenz, alle Krankheiten von älteren Leuten. Moshe Rabbeinu war der Erste in die Geschichte, steht geschrieben, er war 120, gesund, kipp und klar, fit, ohne trübe Augen, sogar seine Speiche war nicht von älteren Leuten. Weißt du, manche ältere Leute sind schon so, ihre Lippen und ihre ganzen Verhalten ist schon ein bisschen nebach. Es ist schon ein bisschen daneben. Der erste Grund ist, warum wünschen wir bis 120?
Weil Moshe Rabbeinu hat gelebt gesund und stark und fein und er hat am Leben auch Spaß und Freude. Der hat genossen sein Leben. Jeden Tag von seinem Leben war eine Matana, ein Geschenk. Wann will nicht ein Mensch feiern Geburtstag? Wenn sein Leben sind langweilig, wenn sein Leben sind belast, wenn sein Leben sind schwach, wenn sein Leben sind einsam. Also, Moshe Rabbeinu war nicht einsam. Der war der größte jüdische Anführer aller Zeiten. Der hat begleitet das jüdische alle Zeiten. Und er war ein besonderer Mensch. Also die erste Sache, warum sagt man bis 120? Weil Moshe Rabbeinu hat gelebt 120 gut. Like Leben, nicht so unlike. Der hat gelebt ein Leben von Smiley, ein Leben von Freundschaft, ein Leben von vielen Menschen. Er war nie alleine, der hat gerne gelebt. Und ein Beweis, als er alt geworden, er hat gesagt, Gott, bitte, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Normalerweise ältere Leute wollen sterben. Sie sagen, oh, genug, ich will nicht mehr, es ist schon too much. Manchmal wünsche ich ältere Leute bis 120, sie sagen, nee, 120 ist zu viel, wir können nicht so viel. Moshe Rabbeinu, als er war alt, und Gott hat gesagt, Moshe, ich muss dir von dieser Welt kündigen, ich muss dir wegnehmen, hat Moshe gesagt, Gott, weißt du, ich will nach Israel, sehr. Sagt Gott, nein, du stirbst, so wie alle Menschen. Sagt er, bitte, mach mir in Israel als Tier, so irgendeine Gazelle in Engedi, in Mezada. Mach mir, sagt Gott, nein. Sagt, mach mir bitte einen Vogel in Israel, eine Taube. Sagt Gott, nein. Mach mir einen Fisch in Akko, irgendein Fisch. Die Hauptsache soll ich leben in Israel, sagt Gott, nein. Von hier sieht man, wie wichtig ist das Leben auch ohne Qualität. Es gibt Menschen, wenn ihre Leben haben keine Qualität, wollen sie schon nicht mehr leben. Moshe Rabbeinu sagt, auch wenn mein Leben ist so wie ein Tier, auch wenn mein Leben ist so wie ein Vogel, auch wenn mein Leben ist so wie ein Fisch, die Hauptsache Leben. Leben an sich im Judentum ist auch eine Mitzwa. Deshalb, der erste Grund, warum sagt man bis 120, weil Moshe Rabbeinu hat gelebt schöne, gute, gesunde, feine, erfolgreiche, schöne Jahre. Und wenn man kommt zum Geburtstag, man sagt, alles, alles Gute, Mazal Tov, bis 120 sollst du leben. Was meint man bis 120? Bis 120, aber nicht so zu mutschen, nicht so zu peinigen, nicht so zu leiden, weil Leben ohne Spaß, ohne Freude hat manchmal wenig Sinn. Das ist der erste Grund, warum sagt man bis 120. Jetzt kommt die zweite und die letzte. Und damit werden wir fertig. Es gibt in der Welt verschiedene Wege zu sterben. Es gibt gute Wege und es gibt nicht gute Wege. Was ist der beste Weg, was existiert in dieser Welt zu sterben? Also ruhig einschlafen und nicht mehr aufwachen. Ruhig einschlafen und nicht mehr aufwachen. Diese, zuerst, woher weißt du das? Also, es gibt viele Leute, die so gestorben sind, die ich kenne. Aber woher weißt du, dass das ist das Beste? Weil man quält sich nicht, man weiß gar nicht. Hast du darüber gelesen oder jetzt gedacht? Also eigentlich, ich habe davon gehört und ich habe darüber auch gedacht. Also, beides. War mir nicht klar. Es war dir klar. Okay. Im Judentum gibt diesen Tod einen Begriff. Diesen Einschlafen gehen und nicht aufwecken, heißt Mitat Neshika. Ein Kuss tot. Gehen schlafen, ein Baby, was macht man, wenn man hat jemand lieb? Und er geht schlafen, meine Kinder. Ich komme zu ihrem Bett, so gute Nacht, ich gebe einen Kuss. Wenn ein Mensch geht schlafen und er steht nicht auf, sagt man, Gott hat ihm gegeben einen Kuss und so ist er gestorben. Ich kann euch drei Leute sagen, die so gestorben. Moshe Rabbeinu, Aaron, sein Bruder und die Schwester Miriam. Also das ist der beste Weg zu sterben im Judentum. Meine Oma, mutterlicherseits, Safta Malka, ist so gestorben. Sie saß mit uns Mittag und sie hat gesagt, sie möchte Mittag schlafen gehen. Sie ist gegangen auf das Sofa, eingeschlafen und ihre Seele ist gekündigt und die Engel haben sie begleitet zu der anderen Welt. Und das ist der schönste Weg, wegzugehen von dieser Welt. Deshalb,
Wenn jemand hat Geburtstag und Geburtstag soll man feiern, weil Geburtstag ist eine Aussage Gottes, dass die Welt ohne dich ist nicht vollständig. Jeder eine, der lebt hier, Gott braucht ihn. Gott hat ihn gemacht als besonderer Mensch. Ohne dich war die Welt nicht vollständig. Man braucht jeder eine Einzelne, der sitzt hier. Und wenn du kriegst noch ein Jahr Geburtstag, ist eine schöne Sache. Was wünscht man sich bei Geburtstag? Bis 120. Und wir haben gegeben zwei Gründe, warum wünscht man sich bis 120. Wer möchte jetzt die zwei Gründe ausführlich und klar erklären, warum sagt man bis 120? Bitteschön. Nee, ich wollte nicht mehr. Also ich habe mich durchgestreckt. Ah, okay. Möchtest du? Bakasha. Du machst du einen und er macht einen. Kompromiss. Also der erste Grund ist, weil Moshe so alt wurde und er halt ganz normal gestorben ist. Also an einem Alterstod, nicht an einer Krankheit oder so. Du machst irgendeine Mischung von den zwei Gründen, dass das nicht schlecht ist, aber mir unklar auch. Du sagst richtig, aber ich will klare Aussage. Warum sagt man bis 120? Klare Linie. Bitte? Ja, weil Moshe Rabbeinu hat ja auch bis 120 Jahre gelebt und er hatte ein gesundes Leben. Hat bis 120 Jahre gut gelebt. Das will ich hören, betont. 120 Jahre lebt auch ein Schildkröte. Die isst Karotten. Das ist ein Leben oder das ist das Leben von Schildkröte? Leben von Schildkröte. Leben von Schildkröte. Wenn du wünschst jemand 120, welches Leben wünschst du ihm? Gutes Leben. So wie Moshe Rabbeinu, der war nicht alt. Was steht geschrieben in die Torah über Moshe Rabbeinu? Dass er war nicht alt. Steht geschrieben, dass seine Augen war nicht trüb und sein Speich war noch gut. Was ist der zweite Grund, warum sagt man bis 120? Bitte schön. Darf ich euch was zitieren? Okay. Letzter Abschnitt in die Torah, Deuteronomium, Kapitel 34, Pasuk 7. Und Moshe war 120 Jahre alt, da er starb. Sein Auge war nicht getrübt und seine Säfte nicht geschwunden. Was ist die Säfte nicht geschwunden? Dass er immer noch Energie hatte. Jeden Mensch hat in sich Säfte, im Mund. Junge Menschen, ich weiß nicht, wie ist das bei euch, wenn ich bin hungrig und meine Frau kocht ein gutes Essen oder backt was Gutes, was bekommt man im Mund? Säfte, das nennt man Säfte. Säfte. Wenn ein Mensch ist jung, seine Säfte sind saftig. Kann man sagen, oder? Sagt man nicht? Kann man sagen. Wir verstehen das. Ich suche euch zu beschreiben, was ich meine. Lebendig, lebendig. Also frisch. Habt ihr schon gehört den Begriff, es läuft mir Wasser im Mund? Ja. Was heißt, es läuft mir Wasser im Mund? Sag mir. Wenn etwas ist Leckeres, wenn etwas ist lebendig. Bei älteren Leuten läuft nicht Wasser im Mund. Bei älteren Leuten läuft Wasser in die Häuser. Verstehst du, was ich meine? Was war Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu steht geschrieben? Nein, ich finde die Beschreibung voll saftig von der Torah. Komm saftig gesund nach Hause.